Wir sitzen hier zu dritt, weil wir hier zwei MOOCs vorstellen wollen, die gerade am Entstehen sind, würde ich sagen. Das ist einmal Martin Ebner von der TU Graz, Joachim Sucker von der Volkshochschule Hamburg und Nina Oberländer von der Bremer Volkshochschule. Und diese beiden MOOCs haben, würde ich mal sagen, die große Klammer, die digitalisierte Gesellschaft. Ja, also es gibt sozusagen einen konkreten Anknüpfungspunkt, das ist mein digitales Ich. Und im Gegensatz zu euren, du wirst es ja gleich sagen, Martin, beschäftigen wir uns eigentlich mit der Identität im Netz, die ja alle haben, aber die ja nicht alle sozusagen bewusst wahrnehmen und auch nicht bewusst steuern. Also wir sind sozusagen auf der Ebene, dass wir Tipps und Tricks geben wollen, wie kann ich diese Identität konkret steuern. Ihr seid mit eurem MOOC ja mehr auf dieser gesellschaftlichen Ebene zu sagen, was erwartet uns eigentlich in der Zukunft? Ja, genau. Also das Ziel also dieses MOOCs ist eigentlich, Digitalität an sich zu behandeln. Das heißt, alle Auswirkungen in verschiedenster Arten, sei es jetzt E-Health, digitales Ich oder E-Learning oder sind Big Data. Also wir beschäftigen uns mit allen Schlagworten, weil also das natürlich entstanden ist aus der Informatikfakultät und also wir dort den Studierenden eigentlich sie konfrontieren wollen damit, was sie durch ihre Arbeit eigentlich für Auswirkungen in der Gesellschaft produzieren und produzieren werden. Und das ist das Ziel also des MOOCs, das aufzuzeigen und auch mit der Gesellschaft wieder zu diskutieren und zu reflektieren. Wie macht ihr das? Die Inhalte, die ihr sozusagen einstellt, wie kommuniziert ihr das mit den Teilnehmern? Also das funktioniert eigentlich so, dass die Studierenden müssen sich natürlich ganz normal zu einer Lehrveranstaltung anmelden. Das ist also der, sage ich jetzt einmal nicht, also der öffentliche Teil. Und die werden dann gebeten, sich quasi im MOOC zu registrieren und dort ihre Vorlesungsinhalte zu konsumieren. Jetzt also sehr einfach ausgedrückt. Und natürlich steht der MOOC gleichzeitig öffentlich. Das heißt also, jeder kann sich ganz normal anmelden, auch wenn er nicht Studierender an der Technischen Universität wäre. Und wie ich das gesehen habe, läuft der MOOC 10 Wochen und ja, ihr habt relativ viele Experten auch, die dort Inputs geben genau, werden. Genau, weil es natürlich schwierig ist. Also es gibt natürlich, jetzt sage ich auch unter den Professoren, niemanden, der diese Inhalte wirklich wissenschaftlich hochwertig abdecken könnte. Das heißt, wir haben versucht, wirklich sehr, sehr viele Spezialisten einzuladen. Und der Sinn des Videos war, er muss sein eigenes Fachgebiet sehr kritisch reflektieren und sagen, was haben wir für eine Probleme in Zukunft, weil sie sehen es ja natürlich auch, die Experten. Und können also dann also in kurzen Videos, Statements, eigentlich anregen und sie sollen eigentlich provokativ sein, sodass also die Gesellschaft was zum Diskutieren hat. Also Gefahren genauso wie Vorteile. Und wird auch bei euch direkt in der Community, wird es eine Community geben, die dann auch diskutiert? Also dieser berühmte C-Anteil, wird es den bei euch geben? Ja, also wir werden gezielt versuchen, im Forum anzuregen. Das heißt also mit Forumsfragen. Aber wir sind natürlich aufgrund der Größe, also ich gehe mal an, davon aus, dass wir von 700 bis 1000 Teilnehmer haben werden, also jetzt also darüber hinaus Facebook-Gruppen wieder der Community zurückspielen und sagen, also sie können sich natürlich gerne bilden, die werden aber von uns nicht aktiv bespielt. Das machen wir im Ich-MOOC ein bisschen anders. Ja, wir verbinden das ja. Ne? Wir verbinden den X-Anteil, also den Video-Input, mit dem konnektivistischen Anteil. Also wir werden ja ein Forum haben für den Austausch. Wir werden eine Facebook-Gruppe haben, weil Facebook einfach das stärkste Netzwerk ist. Und das ist das Besondere, wir werden MOOC-Bars haben. Sag du mal was zu den MOOC-Bars. Ja, die MOOC-Bars, das werden... Mir fallen dann immer so die Worte nicht ein, was das Gegenteil von Virtualität ist. Die werden in echt, Virtualität ist ja auch in echt, aber sie werden im Physischen stattfinden, an verschiedenen Standorten. Wir schätzen, es werden so etwa 50 werden, deutschlandweit und über deutsche Grenzen auch hinaus. Die werden zeitgleich stattfinden, also überall zur gleichen Zeit, immer dienstags zwischen 7 und 9, während der MOOC läuft. Und dort wird es dann einen zentralen Input über einen Adobe Connect-Raum geben, von einem Experten, an den dann auch Fragen gestellt werden können. Also es ist so eine ganz coole Verknüpfung eigentlich von im Netz sein, aber auch präsent tatsächlich in einer Veranstaltung mit anderen Menschen zusammen sein. Das ist natürlich der Vorteil der Volkshochschulen, genau, weil wir sozusagen ja flächendeckend aktiv sind. Also wir haben jetzt auch Südtirol und aus Österreich und der Schweiz Meldung.
Das fällt euch Hochschulen ja schwer, ne? So einen Anteil einzubauen. Klar, weil wir natürlich als Universität jetzt auftreten, aber wir haben ja, wir beide eigentlich ja gerade das Online-Lernen hinter uns und da haben wir das also schon in Ansätzen versucht und ich kann also hier sagen, also wir haben jetzt die Auswertung und wir wissen auch, dass also von den Leuten, die fertig gemacht haben, 3/4 davon irgendwo präsent waren. Das heißt also, der Anteil jener, die also irgendwie sich auch in Präsenz getroffen haben und so weiter, ist dramatisch oder korreliert sehr, sehr hoch dann mit einem tatsächlichen Abschluss. Und das ist natürlich wesentlich, aber wie gesagt, also natürlich ist es nicht einfach, das zu organisieren. Und da steht natürlich die Hochschule jetzt an, sage ich einmal, weil wir natürlich im Raum Graz tätig sind und nicht also flächendeckend über den deutschsprachigen Raum. Ist es denn für euch ein Ziel, auch über die Studenten hinaus, Erwachsene anzusprechen, also in die Erwachsenen? Ja, natürlich, also durch die Öffentlichkeit. Also wissen wir, dass auch hier also 2/3 oder mehr sogar die Erwachsenenwelt betrifft. Das heißt also, das Ziel war eigentlich auch bei der Öffnung dieser Lehrveranstaltung, dass meine Studierenden tatsächlich mit Personen diskutieren können, die das Problem jetzt bereits haben oder die sagen, E-Health ist ja doch nicht so toll und die E-Card hat Probleme, weil damit sie auch sehen, dass die Gesellschaft vielleicht ganz anders über die Dinge denkt, als sie vielleicht, wenn sie es einfach programmieren und sagen, wir haben ein neues Feature, wir können uns endlich vernetzen und es läuft alles besser. Mhm. Andreas Wittke hat heute Morgen ja auf der Eröffnungsrede unter anderem gesagt, die Zukunft der MOOCs hier in Lübeck liegen im Bereich Weiterbildung für alle. Wir Volkshochschulen haben als Slogan Bildung für alle. Das ist ja ein sehr enges Feld, auf dem wir uns dann gemeinsam bewegen. Ich finde diese Situation im Moment gerade sehr spannend. Wir haben ja mit der Hamburger Volkshochschule euren Online-Gratis-Lern-MOOC mit Begleitangeboten, sozusagen angeboten bei uns, erfolgreich angeboten. Also ich hätte nicht gedacht, dass diese Begleitangebote zustande gekommen sind. Sie sind zustande gekommen. Wie wird es weitergehen in dieser anfänglichen, sensiblen Kooperation? Kriegen wir sowas wie hin eine Win-Win-Situation für beide sozusagen größeren Einrichtungen, die Hochschulen auf der einen Seite und die Volkshochschulen auf der anderen Seite? Also aus meiner Sicht ja, weil also es liegt auch in dieser Feinheit von diesen zwei Wörtern. Weiterbildung im Sinne der Hochschulen heißt, wir bilden unsere Akademiker weiter. Während also der Anspruch Bildung für alles, alle umschließt die Gesellschaft. Das heißt also auch Nicht-Akademiker und dort ist für uns ist natürlich auch wesentlich, dass wir Bildungsinhalte, auch wenn sie universitär sind, auch an Bevölkerungsschichten bringen könnten, die das vielleicht notwendig haben und die eigentlich sonst nie an universitäre Inhalte kommen. Und auf der einen Seite haben wir den Auftrag, Weiterbildung zu machen, aber da denken wir wirklich also eigentlich an unsere ehemaligen Abgänger und Abgängerinnen, die ein sehr hohes Bildungsniveau haben. Und das ist auch die Schwierigkeit bei unseren MOOCs, dass natürlich universitäre Inhalte sind und die für jemanden, der vielleicht die Universität nie besucht hat, der sich da sehr schwer tut. Und ich sehe da viele Win-Win-Situationen, weil das ist natürlich das Feld, das die Volkshochschulen auch in Österreich bespielen, Bildung für alle. Und auch darüber nachzudenken, wenn ich jetzt universitäre Inhalte nach außen gehe, vielleicht komme ich dann dadurch, durch Kooperation mit der Volkshochschule, auch an diese Schichten heran. Wir sprechen die einfach nicht an und die sind typischerweise nicht sehr netzaffin. Aber das ist natürlich auch ein Problem, weil wir natürlich marketingtechnisch, Hochschule spricht jetzt niemanden an, der quasi kein Akademiker ist. Mhm. Wobei das, was ihr macht, was Lübeck macht, ist ja mit gratis Online-Lernen, mit dem Hanse-MOOC, nicht unbedingt universitärer Inhalt. Ja, genau. Nina, da kommen wir ja eigentlich ins Spiel, ne? Und wir treffen aber nicht diese Leute, weil wir die haben diese Populationen nicht. Ja. Ne? Und wir bieten jetzt für Populationen was an, wo wir uns bis heute nie beschäftigt haben damit. Das muss man natürlich sagen. Deswegen haben wir ja auch die Kooperation mit Lübeck. Aus dem Grund, weil wir halt genau dieses Arbeitsfeld ganz gut kennen. Also ich finde das im Moment in der Kooperation sehr wichtig, den Weg zu gehen, andere Angebote bei sich selber abzubilden, um das sozusagen zu öffnen und gleichzeitig aber auch selber Angebote zu kreieren, damit man in der Weiterentwicklung dieser Lernsettings sozusagen auf Augenhöhe kooperieren kann. Und für mich wird das erstmal die zukünftige Aufgabe. Also Praxis, Praxis, Praxis und Lernen miteinander. Und wir sind beides sozusagen öffentlich geförderte Bildungseinrichtungen und eigentlich an OER und anderen Prinzipien doch ziemlich gebunden.
Ja, ich finde, das ist ein ganz gutes Schlusswort gerade. Wollen wir noch ganz kurz sagen, wann die MOOCs laufen? Also meiner startet am 16.03. Quasi mit der ersten Woche. Natürlich sind die Inhalte auch später noch zugänglich. 10 Wochen, das heißt also gegen Ende Mai ist dann offizielles Ende wieder. Und ist wie zu finden im Netz? Unter imoox.at, also imoox.at. Also gesprochen imoox. Ja. Genau. Wir sind ja nicht bei imoox, sondern bei Moin. Hier die norddeutsche Entsprechung. Und unser MOOC ist eigentlich zu finden über den Begriff Ich-MOOC überall im Netz. Wir starten am 28. Mai, also ist noch ein klein bisschen hin. Und zu finden auf der Plattform Moin. Gut. Danke. Danke, danke. Ja.